Wir gucken jetzt eine einfache Regel zu angrenzenden Integrationsbereichen an, die immer mal wieder nützlich ist. Die Regel ist folgende: Wenn wir eine Funktion haben, f, und f ist integrierbar auf einem Intervall von a bis b, und wir haben ein c, was in dem Intervall von a bis b liegt, dann gilt, dass das Integral von a bis b über f von x dx das gleiche ist wie das Integral von a bis c über f von x dx plus dem Integral von c bis b über f von x dx. Wir können also unser Integral einfach in zwei Teile aufteilen. Gucken wir das hier einmal am Beispiel an. Wir haben hier rechts die Sinusfunktion dargestellt und das, was hier schraffiert ist, das ist das Integral von minus 3 halbe Pi bis plus 3 halbe Pi über Sinus x dx. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können dieses Integral aufteilen in zwei Teile, so hier. In einem Teil dem Integral von minus 3 halbe Pi bis minus 1 über Sinus x dx und in einem zweiten Teil dem Integral von minus 1 bis plus 3 halbe Pi von Sinus x dx. Und wenn ich die beiden aufaddiere, dann habe ich natürlich genau das Integral, was ich vorher hatte, von minus 3 halbe Pi bis plus 3 halbe Pi.